variante di Prossimo film. Das Ding nicht. Der Rest jetzt habe ich 3D-Drucker gemacht, halt darum. Nur die Halterung habe ich vergessen zu machen. Ich muss mir ein neues kaufen. Ich habe nämlich nichts Akku da drin. Die Dinge, wo man selber Akku sind, nicht gut kann, oder? Die werden viel besser. Am besten nur so, dass man sie wechseln kann, ohne dass sie durchschaut. Gut, wer da eh wurscht, ich bin eh von da oben drin, oder? Das ist immerhin nichts. Das ist Handyhaltung für die Lehrer. Das kostet 25 Euro, das ist ein 3D-Drucker, der nichts, das Handy kann ich auch und Livestream-App kostet gar nichts. Das ist absolut mobil. Absolut. Ich habe mir vor Anfang gedacht, ich will es machen, aber ohne dass ich das Schlaf und mache im Laptop und alle möglichen mit. Weiter nicht, ja. Wenn man so. Und am Tag und die Hände sind die ganz schlechte Kamera, sonst vielleicht nicht mehr. Kennst du? Mir hast du mir den Fehler gemacht, dass du so viel. Okay. Einzige Ding zum Anschauen, normal muss ich ja registrieren, bitte like, schicken und zeigen, bitte die Tische kommen und dann nur Mailadresse sagen. Das ist bei YouTube zu stellen. Hä? Das ist bei YouTube. Ich mag es nicht. Du musst eh auf Veranstaltung sitzen. Wie die Veranstaltung? Also, auf Facebook sitzen, oder? Das ist ja Marsch gegen den Veranstaltungssitz, oder? Also wo wir erstellt haben, wenn ich so viel Tag war, oder ein Vorbeiger? Marsch gegen den Veranstaltungssitz, oder was? Genau, und dort stelle ich noch einmal so in den Lächeln genau nicht gemacht. Ich habe den Link, wo jetzt live noch, kann ich heute Morgen hinstellen. Nicht gestern schon, weil es morgen wieder rüber. Genau. Und heute Vormittag ist ganz okay, und ich komme gleich ein paar Leute, dann komme ich zu. Jetzt sagst du mir immer gleich ja. Der Glück sieht erst dick um 13 Uhr, dann ist in einer Stunde jetzt los, weißt du? Wir haben heute Vormittag hier kurz hingeschaut, dass ich den bedauern muss, dass so viele Leute dazukommen. Und ich hätte einen Beitrag auf A-Hilfschlüssel. Ich bin nachgekriegt, du wärst mit dem Maxi. Das kannst du nochmal machen. So. Du kannst das überhaupt nicht mehr ganz hier. Ich stehe noch hier, logisch. Wie siehst du? Formel, wie siehst du? Nicht, wenn ich mir so schon zusammenschneide, weil ich mich nicht dazukomme. Bis jetzt irgendwann, das ist doof. Ja, ich bin drum alles. Ich glaube, das ist die nächste Familie mit dir, oder?
Das ist ein bisschen los sein. Ich glaube, dass die Sicherheitsgruppen für die Tischdauer sind, die wissen, wenn da was ist, wenn ich werbe, wie das funktioniert. Ja, aber jetzt ist es so viel mehr ruhig, sie wissen schon, wie die Sachen veranstalten, die dicken sind. Und das ist ein sehr gutes Phänomen, das ist ein Phänomen, das ist nur Mittwoch zu machen. Ich will das reinstellen. Ich freue mich, klingt ja gut. Das klingt sehr gut. Das ist nur von dem, was hier im Jönerstadion dann kriegen. Thank you.
Thank you.
Zeit im Auto. Das ist ein Problem. Ich bin schon. Was ist das denn? Wie lange schon mit dem Film beschäftigt? Wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Stopp Monsanto! 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 Keine Gentechnik auf unseren Äckern und Feldern! Stopp Monsanto! 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 Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut! Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Ist es nicht so?
Der ganze, Kack ist für 30%. Monsanto raus aus Europa! Stopp Monsanto! 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 Nein zum Fracking! Nein zu einem Freihandelsabkommen mit den USA in der derzeitigen Form! Stopp Monsanto! 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 Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Sind laut, um laut, leise. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Nein zu Monsanto in Europa! Kein Gift auf Äckern und Feldern! Danke! Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit
Stopp die Jessie! Stopp die Jessie! Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Gesundheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut.
sind raus, weil man uns die Gesundheit glaubt. Das ist ein Aroma-Kaum, das ist richtig, oder? Ja, das ist richtig, das ist richtig.
Wir sind laut! 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 W
Thank you.
Ding, ah, jetzt muss es letztendlich nur gut. Ist sehr gut. Ja, vor der Anlaufung an den ersten Kanal ist gerade drum. Das Ding ladet der andere wieder um. Der große Ding da. Mhm. Und ich habe mich schon erwartet, dass der Leben kocht und gerade auf 8%. Also. Zusätzlich mal für den Akku. Und so. Thank you.
definiert, oder? Politikerinnen und Politiker auch so verschlossen sind wie die Türen für unsere Anliegen. Wenn wir
wenn wir uns Gedanken machen über unsere Lebensmittel und Monsanto immer wieder im Mittelpunkt steht, dann ist das auch zu Recht. Denn Monsanto ist wohl die größte Organisation, der größte Weltkonzern, der sowohl auf Leben, auf viele Saatgutpflanzen und so weiter Patente hat und vor allem die Genmanipulation forciert. Und genau das ist ein Grund, dass wir uns hier versammeln und zu überlegen, was steht denn eigentlich dahinter, warum diese Genmanipulation? Was sind das für Wissenschaftler? Sind das überhaupt Wissenschaftler, die diese Genmanipulation vorantreiben? Wenn wir wissen, dass uns die Natur eigentlich alles gibt, was wir brauchen, wenn wir auch die Natur achten. Die Natur hat alles, was wir brauchen. Monsanto ist vielleicht kapitalmäßig gesehen ein Gigant. Geistig gesehen ein Zwerg oder nicht einmal das. Denn wenn wir wissen, dass es zum Beispiel über 5000 Sorten Kartoffeln gibt, für Kartoffelsalat, für Püree und so weiter, dann kann man nicht alles in einen Topf werfen mit einer Sorte. Oder Tomaten. Es gibt tausende verschiedene Sorten Tomaten weltweit. Wenn wir Tomatensalat machen, ist es sicher etwas anderes als Sugo. Also können wir nicht mit einer Sorte weiterarbeiten. Und so geht das bei vielen, vielen anderen Sachen weiter. Ich war lange Zeit auch in Lateinamerika, unter anderem in Kolumbien. Dort gibt es eine Genbank. Die wollte die USA und einige Konzerne schon lange zusperren, weil dort das Wesentliche und Wertvolle für verschiedene Pflanzen liegt. Aber nicht nur in Kolumbien. Wir haben viele Genbanken weltweit verstreut. Alleine in Kolumbien eine Zahl. Dort liegen die Sorten der Bohnen. Monsanto ist ja bekannt für Sojabohnen. Leider im negativen Sinn. In Ciat, in Cali, Kolumbien, gibt es über 40.000 Sorten Bohnen. Dort gibt es eine ganz genaue Datenbank, welche Sorte für welchen Boden, für welches Klima etc. gut ist. Und dann kommen diese sogenannten Wissenschaftler von Monsanto und meinen, sie müssen alles genmanipulieren, um den Hunger zu stillen. Das ist eine schlichte Lüge. Die gleiche Lüge hatten wir mit der grünen Revolution. Schon mit der grünen Revolution haben sich viele bereichert über die Agrarchemie. Und jetzt treibt man das Ganze auf die Spitze über Genmanipulation, dass ganz bestimmte Chemieeinsätze möglich sind. Zu Ungunsten von gesunden Nahrungsmitteln. Denn all diese Chemie, die in Soja, in Mais oder sonst wo drinnen ist,
die landet schlicht später mal auf unserem Tisch als nicht einmal Lebensmittel, als Nahrungsmittel. Denn Leben ist in diesem Mittel keines. Und das ist einfach wichtig, genau anzuschauen, zu analysieren, was es heißt. Was auch noch ganz wichtig ist für Europa, in anderen Ländern schon längst die Regel, die Zulassung von genmanipulierten Mais. Wenn wir Mexiko anschauen, ein traditionsreiches Land mit Maisanbau, und da geht ein Konzern hinein und zerstört die kleinbäuerliche, die mittelbäuerliche Landwirtschaft zugunsten von Latifundien. Und dasselbe passiert im Amazonasbecken.